Hallöchen und hallo und herzlich willkommen zur letzten Lieferung hier in Death Stranding. Ja, Lou ist nicht mehr da. Wir können ja, warte mal, können ja mal gucken. Das ist meine Schuld. Lou? Da geht gar nichts mehr. Ja, was krass. Also krass, der Verbrennungsofen ist natürlich eine krasse Strecke, so als allerletztes, ne? Und die Handschellen sind gelöst, wir sind also unsichtbar, deswegen habe ich auch keine Verbindung zur Karte mehr. Okay, Scanner funktioniert noch. Ja, das ist dann wahrscheinlich die letzte Mission und danach ja, kommt wahrscheinlich nochmal ein Abspann, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich mache jetzt nochmal ein richtiges Fazit, weil im letzten Credits Screen war ja so, naja, ich habe hier und da ein bisschen was durchgetüdelt. Ja. Ja, Freunde, das war Death Stranding. Doch noch zu Ende gebracht, doch noch zu Ende gespielt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, trotz der großen Pause. Für alle die, die direkt dabei waren, als ich es angefangen habe. Wenn ihr natürlich jetzt später angefangen seid, dann hattet ihr das große Glück, das ganz durchzugucken. Ist jetzt mal ein Auto frei? Nein. Auch jetzt ist kein Auto frei. Ja. Großartiges Spiel. Großartige Geschichte. Verworren, auf jeden Fall. Aber ich hätte mit so ein paar Sachen echt nicht gerechnet. Also ich muss ja sagen, also das Liefern, ne? Das ist ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das ist ein Walking Simulator mit einer richtig krassen Story. Finde ich richtig gut gemacht. Das hat das Paket ausliefern, auch so nervig wie es war, mit den ganzen Berg- und Talfahrten, hat doch irgendwo Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, wie so ein Simulatorspiel, wo du halt ja, Train Simulator, Bus Simulator oder so. Einige verstehen es, warum das Spaß macht, und einige verstehen es halt nicht. So. Bloß, dass das hier eine richtig krasse, geile Geschichte hatte. Was habe ich denn eigentlich alles noch? Ja. Nee, auf jeden Fall. Die Story hat mir gefallen. Das Spiel an sich hat mir super, super gefallen. Es gab halt nur die nervigsten Sachen, die mir so ein bisschen den Spaß geraubt haben. War halt, wenn du doch ein Fahrzeug gehabt hast und du hast dann versucht, durch die Landschaft zu fahren. Das war so teilweise semi-gut. Naja. Mal gucken, wer weiß, was noch passiert. Und vielleicht kommt ein zweiter Teil. Hoffentlich sind hier keine Mules unterwegs, ey. Das wäre schlecht. Nee, sonst gab es eigentlich nichts zu meckern. Okay, ich fand die Kämpfe mit Waffen, fand ich jetzt nicht so geil. Weil irgendwie, das Spiel ist nicht auf Kämpfen mit Waffen ausgelegt. Es ist halt, weil man es brauchte, drinne gewesen. Aber das hätte nicht sein müssen. Das hätte man anders machen können.
Das hätte man so à la Metal Gear hätte man das machen können, das Waffenhandling-System. Ja, was sonst? Also ich meine, okay, man hat hier echt viele Nebenmissionen. Die habe ich ja zum Teil des Let's Plays mit reingenommen. Und dann nachher am Ende bin ich dann nur noch straight die Hauptstory durchgerannt. Man kann es tatsächlich relativ schnell durchspielen, wenn man sich strikt an die Hauptstory hält. Aber ganz ehrlich, hätte ich es jetzt nicht Let's Played und hätte ich das für mich so gezockt, dann hätte ich definitiv bestimmt den ein oder anderen Auftrag noch dazu genommen und wäre viel hin und her gelaufen. Aber das habe ich ja tatsächlich nachher nicht mehr so gemacht. Was ich nicht schlimm finde. Ich habe den Spaß mit dem Spiel gehabt, den ich wollte. Und ich bin irgendwo auch froh, dass es zu Ende ist. Weil es wird wieder Zeit für was Neues. Und ja, die Synchronsprecher waren halt irgendwo alle cool. Es hat alles stimmig gepasst. Die Schauspieler waren auch alle cool. Also die ganzen Figuren an sich waren sehr cool. Ich habe bis zum Schluss jetzt echt gedacht, dass Die Hardman... Oh, wir sind schon da. Das ging ja doch fix. Dass der was damit zu tun hat. Und dass der eigentlich gar nicht so gut ist für das Ganze, für das wir ihn halten. Ja? Also ich habe echt gedacht, das ist nachher, der wechselt die Seiten und zeigt jetzt seine, lässt seine Maske fallen quasi so. Aber dem war dann nicht so. Also doch schon, er hat Mist gebaut, auf jeden Fall. Aber ja, ansonsten, wie hat es euch denn gefallen? Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay. Da wären wir. Bist du noch bei mir, Lou? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Danke für alles. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ein BB-Kandidat. Entweder das oder... ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Sieh mal einen Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Du Scheiße. John, bist du das? Captain, was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz in Manhattan. Es tut mir so leid.
Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld. Aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen. Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Beim Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens. Zögere auf keinen Fall.
Du hast nur diese eine Chance. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa. Cliff. Oh Mann, ey. Ja, das ist... Eigentlich ist es ein trauriges Ende, oder? Hallo. Hier, wo das angefangen hat, hört's jetzt auf. Okay, machen wir's. Ich habe deine Handschellen deaktiviert. Jetzt würde dich nichts daran hindern, sie abzunehmen. Die UCR würden nicht wissen, wo du bist oder wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Du könntest Lou aus der Kapsel nehmen, um zu sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverfügung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er das noch macht.
Zweck, den es außerhalb der Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was nun? Was? Da liegt was, ne? Ich kann es nicht erkennen. Macht's nicht scharf. Okay, ist er hier nach links weg? Da ist er. Sollte es eigentlich drauf haben. Seite, Sir, sonst müssen wir das Feuer eröffnen. Das ist eine Sackgasse. Er sitzt in der Falle. Das Sicherheitspersonal übernimmt. Yeah.
Vergeigt. Ich habe alles vermasselt. Keiner betritt diesen Raum. Keiner geht rein. Mr. Grinchcurve, ich habe ihn gesehen. Du irrst dich. Seht da hinten nach. Los. Ja, Sir. Nein, Tür öffnen. Er ist da drin. Los, du Schwachkopf. Bibi. Keine Angst. Ist okay. Ich werde immer bei dir sein. Schlafe ein sacht. Bald kommt die Nacht. Vater hält Wacht. Bis der Tag wieder lacht. Ich halt dich fest, baue dir ein Nest. Halt meine Liebe fest. Bis zum Morgen. Dass ich Vater werde, hatte ich große Angst. Davor, was das bedeutet. Ich musste für dich da sein, für deine Mutter. Jederzeit. Ich konnte nicht mehr losziehen und mein Leben riskieren. Und euch alleine lassen. Ich konnte nicht. Weg von ihm! Sofort! Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Captain, meine Güte. Mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Oh mein Gott. Oh.
Captain. Ich bitte dich, einfach hergeben. Erschieß ihn, John. Lass es los. Bitte. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn. Man sagte mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Mein Sohn. Meine Brücke zur Zukunft. Ohne dich wäre ich nur irgendein Cliff. In der Sackgasse. Keinerlei Zukunft. Nichts. Als ein Hindernis. Dass die Welt nur beobachtet, die Leute wie du zu bauen versuchten. Menschen zu trennen war das Einzige, worin ich je gut war. Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Und meine. Komm schon, Sam. Steh auf. Auch Bibi. Oh nein. Nein. Ah! Ah! Ach so. Also, jetzt schließt auch der Kreis mit dem Bibi und den Wiederkehren. Also, ihr Haar, also Bridges, hat Bibi verloren und Amelie hat's gefunden. Aber ganz ehrlich, als das gerade gesagt wurde, ja, dass... Ich hatte schon immer irgendwie im ganzen Let's Play, ich habe es nicht ausgesprochen, weil ich das irgendwie dachte, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, Bibi hat eine Verbindung mit Sam. Eine ganz besondere. Da. Und das ist jetzt am Strand. Und das schließt auch diesen Kreis. Bist du ja.
Gehst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Alles gut. Ich kenne den Weg. Wer war denn Lou? Also, das macht es immer noch ein bisschen kompliziert, aber... Das sind diese letzten Minuten jetzt hier, ne? Waren krasse Gänsehautmomente, Alter. Ich habe immer noch Frostpelz, ey. Oh Gott. Aber krass. Ich hatte meine Annahme, und dass die Annahme bestätigt ist... Ich weiß nicht, hat man das bei Sam im Erwachsenenzustand gesehen, die Narbe? Ich glaube nur einmal, ne? Ziemlich am Anfang. Keine Verbindung mehr zur anderen Seite. Ich habe die Nabelschnur durchtrennt. Also ja. Ein unsterblicher Wiederkehrer in der Welt der Lebenden. Mustern wir ihn aus? So könnte man es auch nennen. Nimm ihn aus der Kapsel. Er ist jetzt mein Sohn. Thank you.
Und das war's jetzt endlich. Jetzt haben wir einen richtigen Abspann. Ja, aber nochmal ein Fazit mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt zweimal ein Fazit gemacht. Aber... Ja, wer ist denn jetzt... Lou müsste denn ja ein anderer sein. Ist ja denn eigentlich so, weil das Rich Baby, was Clifford gesucht hat, ist ja Sam. Und warum hat das jetzt mit dem Zeitregen? Warum ist er nicht alt geworden? Ist natürlich ein leicht offenes Ende jetzt. Entweder man denkt sich das oder es kommt tatsächlich ein zweiter Teil. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, die letzten Szenen jetzt, ne? Von Kapitel Sams Strand bis jetzt. Boah. Was war das? Das war so... Sonst, wenn du in einem Marvel-Film ein nach dem Credits-Ding anguckst, hintereinander. Ob hier sowas auch nochmal kommt? Mit nach dem Abspann? Ich kann mir sowas echt gut vorstellen. Ja, das ist, ja. Puh. Aber ich bin froh, das durchgezogen zu haben jetzt. Und dass wir jetzt ein Ende haben. Und ja, irgendwie bin leicht ein bisschen zufrieden, dass es jetzt sein Ende gefunden hat. Aber auch noch ein bisschen verwirrt. Weil irgendwie, ja, im Grunde genommen ist alles erklärt, ne? Warum sind wir ein Wiederkehrer? Weil wir in der echten Welt erschossen worden sind von dem H von Bridges. Oder das K, das ist so schwer. Also Bridges ist ja die originale Person, die in der echten Welt ist, und Amelie ist die, die auf dem Strand geblieben ist. So, und Amelie hat quasi das tote Baby gefunden, hat die Stelle repariert und es wieder mit Leben gefüllt. Und so sind wir dann entstanden. Und deswegen heißen wir Sam Bridges. Krass, oder? Das ist so diese Spirale von Anfang bis Ende, sich doch ein Kreis. Das ist so diese Kojima-Spirale. Bis die sich schließt, stehst du erstmal lange auf dem Schlauch. Das ist so wie dieses, wie diese magischen Ringe auseinanderziehen. Weißt du, so beides zusammen und du versuchst und verstehst das nicht. Und irgendwann macht das Klick und dann hast du die auseinander. Oder wie so ein Cubics-Würfel. Da bist du auch erstmal eine ganze Weile dabei, durch diese ganzen Verworrenheiten durchzugehen, und am Ende hast du das fertige Bild. Und das habe ich tatsächlich auch. Trotz der langen Pause, muss ich sagen, bin ich mit dem Spiel im Reinen. Ich habe quasi das Ende verstanden. Wenn man sich alleine mal Metal Gear anguckt, ne? Den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und die ganzen anderen noch, diese PSP-Ableger und so, die dazugehören, das macht schon irgendwo alles Sinn und ist eine richtig krasse Geschichte. Das wäre ein guter Film. Und da würde ich, weiß ich nicht, mit echten Menschen würde ich es jetzt nicht machen, aber so Pixar-animationsmäßig so in dem Stil. Oder wie die League of Legends-Serie. Krass, wäre cool. Da könnte man vielleicht auch noch so andere Sachen erzählen, die Kojima im Kopf hat. Aber leider ist das ja weit weg von ihnen, weil Metal Gear ist bei Konami geblieben. Und Kojima geht jetzt seine anderen Wege. Heißt nicht, dass wir nicht ungefähr so eine gleichen Spiele kriegen würden. Weil, lass ihn doch mal sowas Ähnliches wieder machen. Mit anderen Herstellern und Publishern und vielleicht auch auf anderen Konsolen, man weiß es nicht. Aber ja, der Kojima, ich hoffe, da kommt echt noch richtig viel, was der so macht. Und ich hoffe, er hat seine Zeit, so eine Geschichten zu erzählen.
Das Spiel war nicht ganz rund, muss ich zugeben. Ne, ich habe ja schon mein Fazit gemacht, was ich nicht so toll fand. Das war das Autofahren oder das Mopedfahren, fand ich nicht so cool. Denn das Kämpfen mit den Waffen war nicht so cool. Denn einige Bewegungsabläufe fand ich nicht so cool, dass du nicht dich runterfallen lassen kannst. Nee, du kommst gleich aus dem Gleichgewicht. Ich meine, klar, wenn du 100 Kilo auf dem Rücken hast, ist nicht einfach. Aber man hätte die Option haben können, dass wenn du in der Hocke bist, dass er sich dann so runterzieht oder ne, so sich hinsetzt und dann so runterfallen lässt. Halt so, dass nichts passiert. Aber ansonsten war es halt cool. Ich habe halt wenig das Feature genutzt, mit anderen zu interagieren. Ne? Aber diese Möglichkeit, dass andere Leute Brücken bauen oder für dich was da lassen oder so, das ist halt richtig cool. War am Anfang natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr. Zum Release auf der PS5 hätte man auch nochmal zocken können. Da war ja auch wieder viel Death Stranding im Munde. Aber naja. Wir haben es durch. Ich weiß, dass nach dem Abspann eventuell der freie Modus kommt, weil das habe ich schon gelesen, dass man nach dem Ende weitermachen kann. Werde ich nicht machen. Ich werde das Ende durchlaufen lassen. Definitiv. Wie immer. Da kommt der Endscreen und dann vielleicht. Vielleicht kommt dann noch was. Ich weiß es nicht. Es ist Kojima. Es kann die Marvel sein. Da sind viele Hüte und in einen steckt der Hase. Und meistens ziehst du nicht nur einen Hasen raus. Ja, ich bedanke mich bei allen Leuten, die dabei gewesen sind. Die wirklich auch die große Pause, wenn ihr die große Pause erlebt habt. Ich muss die Pause erwähnen, weil ich hatte sie ja tatsächlich. Sowas mache ich aber nicht nochmal wieder. Definitiv nicht. Ich werde durchziehen und das Konzept auf meinem Kanal wird sowieso ein bisschen anders. Also Let's Plays bleibt. Aber ich werde nicht mehr die großen Games gleich von Anfang an zocken wollen, weil bringt nichts, schaffst du nicht. Weil die großen Twitch und Let's Player, die haben einfach mal eine Woche vorher aufgenommen, weil die die Chance dazu haben. Denen sei das auch gegönnt. Jeder, der das geschafft hat, Respekt. Na, ich hatte damals auch die Hoffnung, vielleicht damit einzusteigen und da mal Glück zu haben. Aber dafür war ich nachher zu unproduktiv. Also mal so, mal so, mal so, mal so. Und dann habe ich ja noch mal meinen Kanal gelöscht. Das wissen ja auch nicht so viele. Ich mache das ja schon seit 2010. Und damals hat der Kollege gesagt, hey, ich wollte deine Videos gucken, die sind weg. Und habe ich ihm das erklärt, warum. Und er hat dann gesagt, Bullshit. Mach weiter. Egal, ob das jemand guckt oder nicht. Irgendeiner wird das schon finden. Und wird vielleicht deine alten Let's Plays gucken und kommentieren und feiern und dann baut sich das auf. Und mit diesen Worten habe ich tatsächlich gesagt, ich mache weiter. Und auch wenn ich ab und zu mal so eine Phasen habe, wo ich sage, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sollte ich das auch nur Let's Plays live auf Twitch machen und dann hochladen, so wie ich das jetzt teilweise auch schon mache. Aber nein, irgendwo bin ich immer noch der Let's Player und hab Bock. Und deswegen habe ich Death Stranding durchgezogen. Ja, und ich habe noch so viel vor. Ich habe noch so viel geplant. Und wer weiß, was alles noch kommt. Also, ich hab Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Vielleicht, ne, vielleicht eines Tages habe ich auch das große Feuerwerk auf meinem Kanal. Sei es auf YouTube, sei es auf Twitch. Ich würde mich super mega drauf freuen. Es ist kein Ziel, was ich unbedingt machen möchte. Es ist ein Ziel, was ich im Blick habe. Was mich antreibt. Aber was draus wird, werden wir sehen. Ich verabschiede mich bei euch. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Kommentieren, fürs Liken. Für alles einfach. Für wirklich alles. Ich bin euer Conker Staffy Fox und sage Ciao. Bis zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal.